Ja, guten Abend auch von mir, liebes Publikum, und schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie wieder dabei sind. Und ja, es gibt ja viel zu besprechen, und das war ja ein wahrer Paukenschlag aus Paris, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat. Und ich habe ja gestern noch so gedacht, naja, also mache ich vielleicht vor 20 Uhr die Vorbereitung, weil die Umfragen sagen ja, sagten voraus, dass Rassemblement National, die Rechtsextremisten oder Rechtsextremen, sagen wir so, knapp die absolute Mehrheit verfehlen. Und dann kam aber alles ganz anders. Und dann war ich doch sehr froh, dass ich das noch nicht gemacht hatte. Ja, nämlich diese Neuwahl der Assemblée Nationale hat zu einer kalten Dusche für die Rechtsextremen geführt und eine Duschfroide sozusagen. Und ja, der zweite Wahlgang endete ja ganz anders, mit einem überraschenden Ergebnis, wie wir es nicht erwartet hatten. Und jetzt herrscht bei dem Rassemblement National, also den französischen Rechtsextremen, dem RN, die Grande Frustration, das brauchen wir nicht zu übersetzen. Und wir werden heute mit Experten hinterfragen, was es eigentlich mit diesem Ergebnis auf sich hat und was jetzt überhaupt noch kommt. Und ja, an dieser Stelle würde ich gerne Frau Cadeau begrüßen, die sicherlich gleich noch reinkommt. Und aber Sibo, dann sage ich dir erstmal, hallo, du bist unser europapolitischer Experte. Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Und ja, willst du direkt wissen, was ich mache, Ja, oder ist das jetzt? das kommt gleich Das noch, kommt ja. gleich noch. Aber Gut, okay, dann machen wir das es wollte ich gleich. noch was zum Thema sagen. Also bevor wir, beziehungsweise noch gar nicht zum Thema, weil bevor wir nämlich dieses heikle Thema diskutieren und was jetzt überhaupt in Paris getan wird in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten, möchte ich Ihnen noch sagen, wir haben ein wichtiges Ziel, das ist Politik mal verständlich rüberzubringen. Das heißt also, Sie können jederzeit eingreifen, auch wenn Sie irgendwas nicht verstehen. Das ist ja Ihr Abend. Und ja, das lebt von Ihrer Beteiligung. Und du hast es ja schon freundlicherweise gesagt. Also das F&A-Tool ist für Sie da. Und ich lese gerne Ihre Fragen vor, ob Sie jetzt da anonym bleiben wollen oder mit Klarnamen, völlig egal. Das bauen wir dann soweit ein. Ansonsten werde ich natürlich hier immer ohne Ende vorlesen und beziehungsweise die Fragen stellen, und das soll ja nicht sein. Also das ist viel besser, wenn Sie dann Fragen stellen. Ja, zunächst mal noch zu mir. Ich bin Französischlehrer, das passt ja insofern sehr gut. Französisch und Politik, also die klassischen Europafächer, sage ich immer, an einem Bonner Gymnasium. Und ja, zunächst mal an dich, Sibo, die Frage: Wer bist du und was machst du? Hallo, ja, nochmal schönen guten Abend. Mein Name ist Sibo Janssen. Ich bin von Hause aus Politikwissenschaftler und Neuzeithistoriker. Ich bin geboren in Köln, ich lebe in Bonn, bin zurzeit aber an der Nordseeküste in Ostfriesland, weil ich hier auch noch eine Stelle habe und bin hauptberuflich, kann man sagen, Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen, gleichzeitig dann aber auch in der politischen Erwachsenenbildung für verschiedene Stiftungen wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung tätig, aber eben auch für Europe-Direct-Zentren und freue mich, heute dabei zu sein. Und ganz hin und wieder, bevor Jochen jetzt wieder nachfragt, bin ich tatsächlich auch auf Phoenix, die Zum rufen. Beispiel heute, ne? Zum Beispiel heute war ich bei Phoenix, genau, die haben mich kurzfristig angerufen und das hat geklappt. Und dann habe ich ein kurzes Interview, eine kurze Runde zu den französischen Parlamentswahlen und zu den Auswirkungen auf die EU mit veranstaltet, sozusagen. Ja, wunderbar. Und ja, Frau Cadeau ist heute unter einem anderen Namen auch da, nämlich unter dem Namen Schnitzler. Also insofern, Madame Cadeau, bonjour nach Frankreich. Sie sind direkt in Frankreich. Jetzt müssen wir Sie nur noch auch mit Ton haben. Das wäre natürlich ganz hervorragend. Und aber Sie können uns hören. Aber Sie können nicht antworten. Ach, okay. Vielleicht geht das ja irgendwie noch technisch? Vielleicht können Sie das ja über den Chat klären oder wie auch immer. Also ich fange einfach mal an ja, zu fragen, und Sibo versteht mich und wir hören ihn auch. Also das ist schon mal gut. Und Madame Cadeau, also wie gesagt, wenn wir Sie dann auch hören können, das wäre natürlich noch viel schöner.
Ja, und als erstes würde ich mal bitten, die Grafik Nummer 1, die Grafik Nummer 6, Entschuldigung. Die Grafik Nummer 6, das ist die mit den Sitzen. Da sieht man auch das Wahlergebnis. Jawohl, das ist die richtige Grafik. Das hat es also gestern gegeben. Also eine große Überraschung. Sie sehen schon, wer da Nummer 1 ist, nämlich der Front. Nouveau Front Populaire und ja, genau. Also, das war zumindest eine Überraschung. Dann auf Platz 2 sind die Präsidentenparteien oder die ihn unterstützenden Parteien, sagen wir es so. Und erst auf Platz 3, vor einer Woche noch deutlich auf Platz 1, der Rassemblement National und seine Verbündeten mit 143 Sitzen. Dann ziemlich weit abgeschlagen sind die Republikaner. Zu denen kommen wir auch noch. Die Republikaner, die sind in der EVP, in der Europäischen Volkspartei, also die Schwesterpartei der CDU/CSU, die sich inzwischen gespalten hat. Aber da kommen wir, wie gesagt, noch zu. Ja, also das hat sich doch sehr stark verändert. Und da würde ich einfach mal bitten, eine Grafik weiterzugehen. Da sehen wir nämlich das Ergebnis vom letzter Woche. Das ist ja alles noch nicht lange her. Also da sieht man diesen letzten Balken, der ist sehr hoch. Also da sehen wir 34% für den Rassemblement National, also deutlich an erster Stelle. Das hat sich also innerhalb einer Woche sehr verändert. Dann die Nummer 2 ist der Nouveau Front Populaire, das Linksbündnis. Was das eigentlich ist, da kommen wir noch zu. Dann die Ensemble, das ist sind die Parteien, die den Präsidenten Macron unterstützen. Und weit dahinter die Republikaner. Ja, also eine große Überraschung, ein Paukenschlag. Und wenn wir mal überlegen, also die Europawahl ist ja erst 4 Wochen her und das kommt einem schon vor, wie als wäre das schon 4 Jahre. Also das sind gerade mal ein paar Wochen und seitdem diese Neuwahlen angekündigt wurden und vor 4 Wochen war schon von Erdbeben die Rede und jetzt haben wir wieder ein Erdbeben, kann man so sagen. Also, ja, zunächst die Frage an dich, Sibo. Was ist da eigentlich los in Frankreich? Also Macron hat ein hohes Spiel gespielt, hat hochgepokert und dieses Pokerspiel ist nicht völlig zu seinen Gunsten ausgegangen. Es ist aber auch nicht in einen Sieg des Rassemblement National umgeschlagen, wie am Anfang viele, auch ich, befürchtet haben. Es war sehr deutlich und wir sehen das bei den Daten in der ersten Runde Rassemblement National ganz weit vorne. Und man konnte davon ausgehen, dass letztendlich da auch möglicherweise zumindest ein deutlicher Sieg am Ende des Tages stehen würde. Man hatte in den Umfragen so zwischen 200 und 240 Sitze angenommen, Gehen wir einfach 289. nochmal eine Grafik zurück, würde ich vorschlagen. Dann Ja, sieht man das auch nochmal 200, ganz gut, was du genau. sagst. Genau. 289 wären für eine absolute Mehrheit notwendig gewesen. Also man ist nach der ersten Runde so von 200 bis 230, 240 Sitzen ausgegangen, wäre also wohl keine absolute Mehrheit geworden, aber doch ein klarer Sieg. Und das hat sich jetzt nicht eingestellt, das hat sich jetzt nicht bewahrheitet. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass etwas überraschenderweise aber am Ende dann doch diese republikanische Front, das heißt die demokratischen Parteien, zusammengearbeitet haben und in der zweiten Runde ihre Kandidaten dann aufeinander abgestimmt haben. Das heißt, die unterlegene Partei in einer Tripartie, also in Frankreich ist es so, in der zweiten Runde braucht man 12,5%, um sich für diese zweite Runde zu qualifizieren. Und die Parteien, die halt, sei es die Linke, also die Nouveau Front Populaire auf der einen Seite oder Ensemble auf der anderen Seite, die Bürgerlichen, die haben dann gesagt, wir ziehen unseren Kandidaten zurück, wenn der andere Kandidat der anderen Partei gegen den Rassemblement National-Kandidaten dann eine größere Chance hat. Und das hat wesentlich dazu beigetragen, dass Rassemblement National wesentlich schwächer geblieben ist als angenommen und dass am Ende dann auch die neue linke Volksfront so stark zugelegt hat. Jetzt frage ich mal, ob Madame Cadeau mich nicht nur hören kann, sondern wir sie auch. Und vielleicht können Sie sich ja entstummen, wenn das geht. Ja, bonjour, Monsieur, Ah, excusez-moi. wunderbar. Sie sind da, Hallo. das freut mich. Ja, sehr Laurence schön. Wunderbar, Schnitzler. wunderbar. Frau Schnitzler, wie ist denn da? Oui. Guten Tag. Genau, jetzt wissen wir Bescheid. Ja, also das war ja nun eine große Überraschung, Madame Cadeau. Und aber zunächst erstmal, wo sind Sie denn überhaupt?
Ich bin in der Bretagne, weit weg von Ihnen. Ah, in der Bretagne, wunderbar, schön. Ja, und das hat ja nun auch viel mit den deutsch-französischen Beziehungen zu tun. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Aber zunächst mal, Madame Cadeau, also da war ja durchaus auch in verschiedenen Studien die Rede davon. Also es gibt ja die German Angst, aber die, die am meisten, das ist ja schon fast sprichwörtlich, aber diejenigen Europäer, die am meisten Zukunftsangst haben, das sind die Deutschen und die Franzosen. Und wie erleben Sie das, Frau Cadeau? Ja, also ich denke tatsächlich, dass die Franzosen und die Deutschen aus verschiedenen Gründen im Grunde genommen Angst haben. Unsere beide Gesellschaften ähneln sich sehr und die Gründe sind sehr verschieden. Aber es gibt zum Beispiel die ökonomische Angst, das heißt die Kaufkraft, die durch die Inflation sich sehr verringert hat. Die Preise sind gestiegen, aber die Gehälter nicht in der gleichen Maße. Darüber hinaus, unsere Zeit ist gekennzeichnet von sehr vielen Prekärbeschäftigungen. Das sind Leute, die auch große Probleme haben, über die Runde zu kommen. Dann gibt es natürlich auch das Gefühl, allgemein abgehängt zu sein, insbesondere auf dem Land, mit der Reduzierung oder das schlechte Funktionieren des öffentlichen Dienstes, Service Public, was in Frankreich wirklich sehr wichtig ist und gehört zum Wesen des Staates. Krankenhäuser, die schließen, das kennt man, Schulwesen am Limit, Universität ohne Geld oder Justiz ineffizient, weil überlastet, das alles nervt und beängstigt eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die noch darüber hinaus denkt, wir bezahlen viel Steuer dafür. Und dann natürlich kommen dazu alle die Krise, die wir kennen. Erstmal Covid, dann die Kriege und dann am Ende noch die Klimakatastrophe. Das heißt, unsere Zeit, es ist ein düsteres Klima in unserer Zeit, muss man auch sagen. Aber Sibo, was meinst du, warum sind dann auch diese Krisen durchleben ja auch viele, viele andere Europäer? Also ich sag mal die Italiener oder die Osteuropäer und so weiter und so fort. Und ja, aber es sind nun ausgerechnet Deutsche und Franzosen, die da so besonders ja, Angst haben, laut Studien. Wie kommt das eigentlich? Was meinst du? Na nee, gut, beide Länder sehen sich natürlich ein Stück weit als Vorreiter der europäischen Integration, als Vorreiter der westlichen Zivilisation in Europa. Und beide Länder können natürlich mit dieser zunehmenden Krisenstimmung sehr schlecht umgehen. Eine ähnlich negative Stimmung gibt es übrigens auch in Großbritannien. Und eins dürfen wir natürlich auch nicht unterschätzen. Wir reden jetzt darüber, dass in Frankreich die Rechtspopulisten, Rechtsradikalen vom Rassemblement National eben doch deutlich zugelegt haben, auch wenn sie glücklicherweise nicht stärkste Partei geworden sind. Wir haben das Phänomen der AfD, aber der Rechtspopulismus, der Nationalismus ist natürlich in nahezu allen europäischen Staaten im Kommen, beziehungsweise hat sich auch schon Machtpositionen erobert, siehe Niederlande, siehe Italien, siehe Ungarn, siehe Skandinavien. Und so gesehen ist, glaube ich, diese Angst schon weit verbreitet vor der Globalisierung, vor der Zukunft. Natürlich die ungelöste, Frau Cadeau hat es gesagt, Frage Klimaschutz etc. Auf der anderen Seite ist es, denke ich, so, dass gerade Deutschland und Frankreich unter diesen Veränderungen, unter diesen Verwerfungen auch besonders stark leiden, weil es die beiden größten Nationen auf der einen Seite sind, aber weil sie auf ihre Art auch am statischsten sind. Sowohl Frankreich als auch Deutschland sind ja beide sehr grundsätzliche, sehr statische Nationen auf ihre Art, die wenig flexibel auf Herausforderungen reagieren können. Und das ist natürlich etwas, was zunehmend auch die Menschen demotiviert und teilweise dann auch traurig, wütend macht und verärgert macht, was dann natürlich auch zum Aufstieg des Populismus rechts oder links führt. Frau Cadeau, der RN ist ja nur in Anführungszeichen auf Platz 3, aber gleichwohl ja mit dem besten Ergebnis in der Geschichte, was er bisher hatte. Also fast 30% haben im zweiten Wahlgang und sogar 34% im ersten Wahlgang RN gewählt. Was sind das eigentlich für Leute? Wer sind die Wähler? Also es gibt mehrere Kategorien, würde ich sagen. Es gibt die Kategorie Geografie.
Also geografisch gesehen ist Frankreich ganz klar in zwei geteilt. Das Land wählt rechts, extrem rechts manchmal, sehr oft sogar, und die großen Städte links. Darüber hinaus zeichnen sich zwei große Gebiete, wo man die RN sehr stark sieht. Das ist traditionell der Nordostfrankreich und das die mediterranen Küste, also sprich mehr oder weniger die Côte d'Azur. Wenn Sie jetzt fragen, was sind das für Leute? Also nach einer Untersuchung der Umfrageinstitut Ipsos für Fernsehen und so weiter, sind die Wähler des RN meist Männer, Arbeiter oder Angestellte und zwischen 50 und 59 Jahren. Aber nicht nur, und das ist eigentlich die Überraschung, Jugendliche wählen jetzt meist links, aber 30% ungefähr wählen jetzt auch RN, Rassemblement National. Je älter, umso mehr wählt man RN, könnte man sagen. Aber die Ältere, über 70 Jahren, die wählen Macron. Ja, bevor wir jetzt zur ersten Frage kommen, noch an dich, Sibo, die Frage. Also die Linken dürfen ja jetzt wieder mit Stolz die Internationale anstimmen und das Präsidentenlager kann ja sagen, hurra, wir leben noch. Wer wählt denn die beiden? Also, das ist ganz interessant. Diese neue Volksfront ist ja eine sehr bunte Mischung von unterschiedlichen linken Parteien. Da sind die Sozialisten drin, da sind die Linkspopulisten von Mélenchon drin, da sind die Grünen drin, da sind die Kommunisten drin. Und um es vielleicht mal auf die La France Insoumise-Partei zu konzentrieren, da haben wir eine ganz interessante, ja, sage ich mal, Wahlperspektive, da haben wir einen ganz interessanten Moment. Die werden sehr stark von Angehörigen eben ethnischer Minderheiten gewählt. Das heißt, da sind Menschen mit arabischem Hintergrund, die sie wählen. Da sind Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit, die Mélenchon und die Seinen wählen. Warum? Nicht, weil der so ein tolles linkes Programm macht, sondern weil der sich immer sehr klar auf die Seite der Migranten gestellt hat, auf die Seite der Minderheiten gestellt hat und weil er zum Beispiel auch eine sehr, man kann wirklich sagen, anti-israelische Politik, teilweise durchaus mit einem antisemitischen Da machen wir vielleicht Moment direkt mal die Grafik dazu. Das müsste die betreibt. zweite Darf sein. ich den Satz noch zu Ende sagen? Ja, Weil ich klar. glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Mélenchon ist beliebt bei den Menschen mit Migrationshintergrund, bei einem Teil der jüngeren Bevölkerung, die auch die Free Palestine-Bewegung unterstützen. Genau, da war er schon auf der Doppelfolie. Genau, Entschuldigung. rechts ist er von mir vom Bildschirm aus gesehen. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Bei den Grünen ist es so, dass da natürlich stark die städtischen, großstädtischen Wähler involviert sind, also Straßburg, Paris, Lille. Dort sind sozusagen die Grünen stark. Die Sozialisten haben ihre Hochburgen auch in den Großstädten teilweise, in den ehemaligen Industriestädten, genau wie die Kommunisten. Und interessant ist beim Macron, dass er eigentlich sehr stark, was mich ein bisschen gewundert hat, Frau Ricardo kann das vielleicht noch genauer erklären, woher das historisch kommt, in der Bretagne sehr stark geblieben ist, auch bei den Wahlen. Und ein weiterer Punkt natürlich auch in den großen Städten und zwar in den Innenstädten. Das heißt also da, wo wirklich die wohlhabenden Bevölkerungsschichten leben, da ist die Partei von Macron sehr stark. Je weiter man in die Ränder geht, in die Banlieues, desto stärker wird da La France Insoumise oder Rassemblement National. Und dann auf dem flachen Land ist halt Rassemblement National relativ stark. Frau Cadot hat es gesagt, im Süden und dann eben auch im Nordosten. Auf der linken Seite sehen Sie ein Foto vom bisherigen Premierminister Gabriel Attal, also von den Macronisten. Und vielleicht direkt die Frage, die du hattest, Sibo, die würde ich an Frau Cadeau weiterleiten. Die Bretagne ist also die Ausnahme? Ja, Ja, Ausnahme. traditionell war die Bretagne die Ausnahme, weil es ist eine starke katholische Region. Inzwischen ist der Katholizismus zurückgegangen, wie ein bisschen überall. Und man dachte sogar, dass im Inneren Bretagne, es gibt auch eine klare geteilte Situation in der Bretagne. Die Küste ist wohlhabend meistens, auch durch den Tourismus. Und die innere Bretagne ist eher ärmlich. Und man hatte die Vermutung, dass, und die Befürchtung, dass der Rassemblement National da Fuß fassen würde. Hatte aber nicht. Es ist geblieben eine offene, liberale, makronistische, Territorium geblieben. Ja.
Jetzt war zunächst der Herr Wahl, bitteschön. Ja, erstens, hören Sie mich? Jawohl. Ja, prima. Ja, als Mitveranstalter auch herzliche Grüße und danke auch für die Bereitschaft, Madame Cadeau, Sibo, mein guter alter Freund und auch Jochen Laie, danke für die Moderation. Ich habe eine grundsätzliche Frage als erstes mal anzubringen. Liegt es an den jetzt im Herbst anstehenden Haushaltsberatungen in Frankreich, weshalb überhaupt Macron jetzt nach der Europawahl die Neuwahlen anberaumt hat? Ich meine, die Staatsverschuldung in Frankreich ist ja auch so gegen 120% statt 60 und die 110. Inflation bei etwa 5% statt 3, wie sie in den Maastrichter Kriterien festgelegt hat. Ist das vielleicht ein Hintergrund, dass man von Seiten der Regierung gesagt hat, wir verschenken jetzt keine Zeit, bereiten nicht die anderen im Wahlkampf vor, sondern ziehen eben halt die Parlamentswahlen vor? Auf eine andere Erklärung bin ich jetzt persönlich nicht gekommen. Vielleicht Frau Cadeau. Ja, wissen Sie, niemand ist im Kopf von Herrn Macron. Das ist der Punkt eins. Und sogar seine eigene Regierung war sehr überrascht und nicht sehr glücklich darüber. Und ich denke, das ist eine Mischung. Vielleicht, was Sie gesagt haben, es kam im Herbst tatsächlich die Haushaltsdebatte und da Emmanuel Macron nicht eine absolute Mehrheit verfügte, dann wusste er, er würde sehr große Probleme haben. Aber er denkt auch nicht so sehr in diesen Kategorien. Er ist auch disruptiv und war auch ein bisschen beleidigt von der Wahl, der europäischen Wahl, der Europawahl, wo er nicht eine Mehrheit bekommen hat, wo er richtig sanktioniert worden ist. Und darüber hinaus wollte er die absolute Mehrheit vielleicht versuchen zu bekommen, indem er die Leute vor der Wahl ge gestellt hat, wollt ihr den Front National, der Rassemblement National, pardon, oder nicht? Und deshalb hat er mit brachialer Wut diese Auflösung lanciert, was ihm nicht so schlecht bekommen ist als gedacht, aber auf gar keinen Fall eine absolute Mehrheit bekommen hat. Der hat, was er überhaupt nicht erwartet hat, eine linke Bündnis, die relativ stark ist im Moment vor sich. Die ja auch eine ganz andere Ausrichtung hat als Ja, die eher genau. liberal geprägten. Exakt. Vielleicht jetzt gibt es noch eine weitere Frage. darf ich da noch Müsstest was du zu auch was sagen? sagen? Ja, bitte. Aber dann der Chat. Also ich denke, man darf ja auch einen Punkt nicht vergessen. Macron hatte ja jetzt schon mit seinem Ensemble keine Mehrheit in der Nationalversammlung. Er war ja immer auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Und wahrscheinlich war er es ein Stück weit auch leid und hat gesagt, nach den Europawahlen, das ist die Möglichkeit, sozusagen mal ein klares Bekenntnis zu fordern von Seiten der Wähler. Und ich denke, er hat tatsächlich darauf gewettet, dass er möglicherweise eine absolute Mehrheit kriegt, eben auch mit dieser Vorstellung, dass Rassemblement National abschreckend ist, dass die an die Macht kommen. Was aber auch kolportiert worden ist, das wäre jetzt sozusagen genau der gegenteilige Aspekt ist, dass Macron gesagt hat, okay, wenn wir jetzt Neuwahlen haben, wenn ich die ausrufe, dann wird möglicherweise Rassemblement National gewählt, dann sollen die 3 Jahre regieren, beziehungsweise sind jetzt erstmal 3 Jahre an der Macht und dann haben wir Präsidentschaftswahlen. Und dann wird sich zeigen, dass diese Leute nichts auf die Reihe kriegen und dann wird Frau Le Pen zumindest nicht Präsidentin. Also das wäre möglicherweise auch noch ein Kalkül, was sozusagen in der Diskussion eine Rolle gespielt hat. Aber wie Frau Cadeau richtig gesagt hat, wir wissen es nicht, wir stecken nicht in Macrons Kopf. Ich denke, vielleicht war es eine Mischung aus verschiedenen Motiven. Ja, eine Frage aus dem Chat. Warum gibt es in Frankreich, wir hatten ja auch über die Regionen gesprochen und den Unterschied Stadt-Land. Und Sibu, du hast ja gesagt, also in den Innenstädten wählt man ganz anders als in den Banlieues. Also, warum gibt es in Frankreich diesen Hass, in Anführungszeichen, auf Pariser, beziehungsweise die Menschen, die aus der Île-de-France kommen? Diese machen ja immerhin ein Sechstel der Bevölkerung aus. Liegt das daran, dass vieles und auch die Politik auf Paris zentralisiert ist? Madame Cadeau, liegt es an der Zentralisierung? Ja, es gibt, natürlich liegt es auch an der Zentralisierung, aber es gibt auch ein großes, wie soll ich sagen, Neid oder Unbehagen zwischen einer sogenannten Elite
Und die Leute, die nicht dazu gehören würde. Und das sind eben diese Leute, die das Gefühl haben, abgehängt oder verlassen oder vergessen geworden zu sein oder schlimmer noch, verachtet geworden sind. Und Emmanuel Macron verkörpert ein bisschen diese Elite-Arroganz. Der ist gut aussehend, gut ausgebildet, spricht sehr gut. Und sagt, lässt das den Leuten mit verschiedenen kleinen harte Sätze fühlen und spüren. Und dadurch, dass er auch noch dazu ganz, also sehr allein regiert hat, wie Jupiter, man sagte Jupiter, hat er verkörpert oder hat sich als Projektionsfläche angeboten für alles, was Hass sein kann. Alles, was Wut angestaut worden ist ja, und diese Minderwertigkeitskomplex, das aber auf eine gewisse Realität basiert. Das ist eine sehr komische Mischung eigentlich. Sibo, was Das, meinst du? Ist Macron unten durch? also das ist, was Frau Cadeau gesagt hat, ist natürlich eine Tendenz, die wir in fast allen europäischen Staaten und darüber hinaus sehen. Ja, der Hass gegen die Eliten, der Hass gegen diejenigen, die angeblich die einfachen Menschen in Anführungsstrichen vergessen haben. Wir kennen das aus den Niederlanden, die Wut auf den sogenannten Grachtengordel in Amsterdam. Das ist sozusagen das Gebiet unmittelbar um die Grachten, die Innenstadt von Amsterdam. Wir kennen das aus den USA mit Donald Trump und seinem Hass gegen den Swamp, gegen den Sumpf in Washington. Das sind sozusagen alles Tendenzen, die tatsächlich sich im Grunde global abzeichnen. Und was dahinter steckt, ist natürlich, dass es offensichtlich ein gefühltes, ich will noch nicht mal sagen ein reales, aber ein gefühltes Gefälle gibt zwischen Teilen der Bevölkerung und auf der anderen Seite den politisch Eliten, die diese Länder regieren, die diese Länder sozusagen ein Stück weit auch vertreten im nationalen und internationalen Kontext. Und das führt dazu, dass diese Eliten immer stärker in die Kritik geraten und dass es Demagogen, Rechtsextremen, Linkspopulisten leicht gemacht wird, sozusagen ein Stück weit da Angriffsflächen zu finden, weil natürlich in einer Demokratie Kompromisse geschlossen werden, weil natürlich in einer Demokratie Entscheidungen getroffen werden, die nicht immer allen behagen und das wird aufgegriffen. Und dann führt das eben dazu, dass letztendlich diese demagogisch-populistischen Parteien reüssieren. Und zu deiner Frage, ob Macron unten durch ist, ja, ich denke, Macron ist doch tatsächlich weitestgehend durch. Das ist tragisch, weil er natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, eigentlich auf den Trümmern in Anführungsstrichen des alten politischen Systems erst groß geworden ist 2017. Er war ja bis 2017 überhaupt auch selbst in der ersten Phase des Präsidentschaftswahlkampfs 2017 gar kein ernstzunehmender Kandidat. Alle sind ja davon ausgegangen, dass François Fillon von den Gaullisten der Präsident wird, der weit führte. Hollande hatte sich zurückgezogen, dann kam dieser Korruptionsskandal oder ich sag mal dieser etwas schwierige Moment für Fillon, dass seine Familie offensichtlich Jobs gekriegt hat im Parlament, die sie hätten nicht so kriegen dürfen. Und damit ist er zurückgefallen und dann ist Macron aufgestiegen, wie eigentlich Phönix aus der Asche. Aber er hat natürlich damit auch dazu beigetragen, dass das alte politisch gefestigte System in den Grundfesten erschüttert worden ist. Und jetzt steht er selber vor den Trümmern seiner eigenen Politik nach 7 Jahren. Und das ist natürlich ein Punkt, da müssen wir gucken, wie sich Frankreich weiterentwickelt. Also ich sehe noch eine sehr, sehr schwierige Zeit auf die französische Politik zukommen, wie sich dieses Parteiensystem neu, ja, entwickeln wird, neu ausrichten wird. Vielleicht, Anna-Luisa, darf ich dich mal bitten, die erste Grafik mit Frau Le Pen und Herrn Bardella einzuspielen. Noch eins davor? Oder die erste war das, Entschuldigung. Ja, genau, das ist wunderbar. Ja, dieser Jordan Bardella, also manche Zeitungen haben geschrieben, der Posterboy der französischen Rechten, Madame Cadeau, wer ist das eigentlich? Ja, Jordan Bardella ist inzwischen wahr, wollen wir mal sagen, so wie ein Popstar der Politik. Der ist aber alles andere als ein harmloser Politiker. Der kommt eigentlich aus der mehr oder weniger identitären Bewegung, rechts vom Recht, ist aber als Ziehsohn von Marine Le Pen sehr hoch gekommen und hat große Kommunikationsqualitäten. Das heißt, wenn er spricht gut, langsam. Der hat wohl anscheinend einiges auswendig gelernt.
und sagt es, das kommt sehr gut rüber. Aber wenn man ihn Frage stellt, konkret, wie der Premier Gabriel Attal es gemacht hat in einer Debatte, dann kommt er sehr schlecht, sehr schnell ins Schleudern. Da war sein Projekt, eine doppelte Grenze zu machen, so dass man konnte an die Grenze Europas, innerhalb Europas wohl bemerkt, sozusagen aussortieren, die gute Bürger, also europäische, und die anderen, die Migranten oder möchte gern irgendwie nach Frankreich kommen, und die würde man in ein anderes Verfahren durchlassen oder nicht. Und da hat ihm Gabriel Attal gesagt, wie wollen Sie das praktisch realisieren? Das macht null Sinn. An jede Grenze Frankreich, das ist vollkommen undenkbar, abgesehen davon, dass es ein Bruch mit dem europäischen Gesetz. Und da ist er ins Schleudern gekommen. Bei jeder präzise Frage kam er ins Schleudern, und trotzdem, die Leute fanden ihn sehr gut in der Debatte und waren sehr überzeugt, weil er einfach gut rüberkommt. Aber der hat auch missgeschickt erlebt, indem ja, seit ein, zwei Jahren sagte er, ja, wir sind bereit, um die Macht zu übernehmen. Wir haben einen Plan, das heißt Plan Matignon, und wir haben überall Abgeordnete, gute Abgeordnete. Sie brauchen keine Angst haben. Wir werden das Land sehr gut regieren. Wir sind organisiert. Und was ist passiert in der letzten Woche vor allen Dingen, wo man konkret wurde? Da hat man entdeckt, dass die Abgeordnete oder die Kandidaten, die Rassemblement National präsentieren wollte, einige waren extrem dubiöse Figur, Nazi oder sonst was, also völlig undenkbare Figuren. Und dass sogar einige waren, man hat die Geisterkandidaten genannt, weil die existierten gar nicht. Ne? Und die wurden nur auf dem Papier aufgestellt und so. Leider muss man sagen, sagt eine Kollegin von uns in einer Region im Ostfrankreich, wo eben so ein Geisterkandidat war, haben die Leute mit 45% für den Geisterkandidat gestimmt. Da merkt man auch die Diskrepanz zwischen Realität, Realismus und was die Leute eigentlich projizieren auf ihre Kandidat oder auf die Politik. Das hat mit Rationalität manchmal nichts zu tun, sondern das ist Emotion. Und einer der Faktoren, was sehr wichtig war in Frankreich, wenn Sie gefragt haben, Sie haben manchmal die Leute gefragt, ja, warum wählst du eigentlich die Rassemblement National und so weiter? Und sie sagte, ja, eigentlich, weil wir haben alle andere Partei durch, wir sollen die vielleicht versuchen, probieren. Mehr nicht. Okay. Sibo, links ist ja Marine Le Pen zu sehen. Kann man das noch sagen, dass der Rassemblement eigentlich eine Partei der Familie Le Pen ist? Oder jetzt haben wir über Jordan Bardella gehört, oder ist das gar nicht mehr so? Also es ist nach wie vor natürlich eine stark durch Le Pen geprägte Partei, auch wenn der Vater Jean-Marie jetzt etwas in den Hintergrund getreten worden ist, kann man ja sagen, er ist ausgeschlossen worden. Ich denke aus taktischen Gründen von seiner eigenen Tochter. Aber die Schwester von Frau Le Pen hat kandidiert für den Rassemblement National. Marion Maréchal, ehemals auch Le Pen, die Nichte hat auch kandidiert, war früher bei der Partei von ihr, war ganz früher beim Rassemblement National, ist dann zur Partei von Récon, Éric Zemmour gegangen, hat sich jetzt Noch wieder weiter kurz vor rechts. den Wahlen zurückentwickelt oder zurückentschieden zu Rassemblement National. Also das heißt mit anderen Worten, die Vorherrschaft der Le Pens ist nach wie vor da und Herr Bardella macht natürlich auch keinen politischen Schritt, ohne dass er sich mit Frau Le Pen abspricht. Und so gesehen kann man sehr klar sagen, dass die Partei nach wie vor unter einem sehr starken Einfluss, ich sage nicht alleine, aber unter einem sehr starken Einfluss der Le Pen steht und das sicherlich auch in den nächsten Jahren so bleiben wird. Aber vielleicht noch ein Aspekt, den Frau Cadeau angesprochen hat.
Frankreich ist ja auch gar nicht alleine, um nochmal die europäischen Momente mit reinzubringen, mit diesem, wir wählen einfach mal durch. Wir haben es ja bei der Europawahl mit der AfD gesehen, nach den Skandalen, die diese Partei fabriziert hat in den letzten Monaten, was die Verbindung nach China des Spitzenkandidaten Herrn Kra anging, was sozusagen die mögliche Korruption oder Käuflichkeit von Herrn Bistron durch Russland anging. Es hat ihnen nicht geschadet. Im Gegenteil, sie haben 6, 7% zugelegt. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das wir auch im globalen Kontext haben. Auch Herrn Trump schaden seine ganzen Skandale nicht, sondern er liegt aufgrund natürlich auch der schwachen Performance von Biden in der ersten Debatte mittlerweile 6 bis 8% in den Umfragen vorne und wird die meisten Battleground States Status heute gewinnen. Das heißt also, auch das ist ein Phänomen. Die Leute wenden sich von den liberalen demokratischen Parteien ab in der Wut, in der angeblichen Verzweiflung und wählen einfach irgendwas, um zu zeigen, wir sind gegen die gefestigte Ordnung. Madame Cadeau, noch eine Frage zu der Wählerschaft. Ich habe übrigens die Frage zur Fünften Republik nicht vergessen. Also, lieber Zuschauer, die stelle ich auf jeden Fall noch, wenn sie dann passt. Ja, und zwar ist da die Frage nach den jungen Leuten. Sie haben es ja erwähnt, dass junge Menschen den RN wählen. Wir haben das Phänomen in Deutschland, dass junge Menschen für die AfD gestimmt haben. Und ja, der Zuschauer fragt, liegt es hier auch an einer guten Präsenz in den sozialen Medien oder fühlen sich die Leute vom Ja, RN also, angesprochen? ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, was der Zuschauer sagt, nämlich der Herr Bardella ist ein Weltmeister in TikTok. Und der hat sogar der kursiert ein Foto oder wie man das nennt, von Herrn Bardella mit einem Burger. Herr Bardella ist ein Bürger, das ist, was weiß ich, wie viel Millionen Mal geklickt von die Rechte oder jungen Leute. Man sieht das Niveau, ne? Da hat er sich ebenso stilisiert als Popstar, ein bisschen mit den gleichen Methoden. Und wenn er in die Meetings ging, schrien alle und alle ältere Herren und junge Frauen, Bardella, Bardella, das war wirklich, das ist schon ein Phänomen. Und der andere, der gut damit umgeht, ist komischerweise der alte Herr Mélenchon, der auch sehr gut mit den sozialen Netzen kommunizieren kann. Liegt vielleicht auch daran, dass diese einfachen ja, Sprüche von ganz rechts oder ganz links diesem Medium da durchaus gelegen kommen, dass das vielleicht ganz gut dazu trifft. Aber Herr Wahl hat noch eine Frage, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe zwei Fragen. Einerseits, welche Rolle spielt Herr Giotti? Und die wichtigste Frage natürlich, wie geht es jetzt weiter? Expertenregierung oder wie ist da Ihre Einschätzung? Da würde ich zunächst mal bitten, dass wir die Grafik, ja, welche ist das hier jetzt? Ich glaube, 6 oder so, von Herrn Ciotti. Ja, das ist Da die ist er. richtige. Wunderbar, genau. Also, da ist ja nun einiges passiert bei den Republikanern der Schwesterpartei der CDU, CSU, wie gesagt. Ja, Frau Cadeau, was ist da los? Ja, ne, das ist ein bisschen Komödie. Man Herr könnte schon Ciotti. fast sagen, de Gaulle, der ja der Urvater quasi ist, also die ganze Bewegung, halt ja die Gaullisten, der würde sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, wenn man das so. Definitiv, definitiv. Also die Bilder von Herrn Ciotti, der noch ein bisschen Akzent aus dem Süden hat, dass er plötzlich in seinem Büro ganz allein verschlossen entschieden hat zu Verrat, kann man sagen, dass er rübergehen würde zu den Rassemblement National. Das wird ein historisches Bild bleiben. Er ist so weit gegangen, dass er das Haus, also das Büro der Republikaner für seinen ehemaligen, will ich sagen, Mitglieder geschlossen, abgeschlossen hat. Die mussten woanders tagen. Und die waren völlig entsetzt, sind aber nicht so kleine Leute, die man nicht kennt. Das sind durchweg bekannte Politiker, die seit Jahren bekannt sind, die plötzlich aus ihrem Sitz ausgeschlossen wurde. Er hat sich für diesen Schritt, was schon
einen sehr politischen, bedeutenden Schritt entschieden hat, ganz allein. Und die wollten ihn absetzen, konnte nicht. Die Richter haben gesagt, legal ist eben bleibt der Präsident der Republikaner. Das heißt, das war ein Erdbeben für diese armen Republikaner, die sowieso dazwischen sitzen, oder stehen, ja. Die werden von dem rechtsextremen Le Pen und Linke und Macronist völlig zerquetscht und haben eigentlich kein eigentliches Programm. Man würde gern wissen, was wollen eigentlich diese Leute? Sibo, droht das auch zunehmend auf europäischer Ebene? Also wenn ich mal Italien angucke, die Christdemokraten, die das Land Jahrzehnte regiert hatten, die gibt es nicht mehr. Wird die CDU vielleicht auch so ein Schicksal erhaschen? Also ich denke, dass in Deutschland die Situation tatsächlich noch etwas anders ist. Das hat auch damit zu tun, dass wir ein Wahlsystem haben, das dem ein Stück weit entgegenkommt mit der 5%-Klausel, dass die gefestigten Parteien, die älteren Parteien, die die Bundesrepublik wesentlich mitgeprägt haben, doch eine gewisse Einflusssphäre noch haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber, es gibt noch einen Unterschied. Anders als in vielen anderen Ländern Europas oder auch in den USA ist es so, dass in Deutschland wir eine relativ starke Basisverankerung noch der politischen Parteien haben. Das heißt, wir haben noch viele Ortsgruppen, Ortsvereine für die Christdemokraten, für die Sozialdemokraten, die auch immer noch wiederum neue, junge Nachwuchspolitiker letztendlich einbringen in ihre parteipolitischen Strukturen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, den andere in der Form nicht haben. Aber da muss man auch sagen, es bröckelt auch, wenn wir zum Beispiel nach Ostdeutschland gucken, dann sehen wir, dass zum Beispiel auf kommunaler Ebene viele demokratische Parteien wie Grüne, wie FDP, aber auch die SPD und zunehmend auch die CDU massive Schwierigkeiten haben, Posten zu besetzen. Im Westen ist es noch ein bisschen anders, aber im Westen fängt es auch an, es wird weniger, aber das hat uns bis jetzt eigentlich daran gehindert, dass wir wirklich diesen totalen Verfall der demokratischen, traditionellen Parteien gehabt haben. Ich wollte aber noch einen Satz sagen zu Herrn Wahls zweiter Frage, und zwar in Bezug auf die Regierungsbildung. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Wir haben ja im Prinzip jetzt mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, das ist eben schon angesprochen worden, ein Technokratenkabinett, das sich im Grunde von Fall zu Fall Mehrheiten holt, das, was jetzt auch sozusagen ein Stück weit eine nicht unwahrscheinliche Lösung ist, die aber natürlich schwierig wäre, weil dieses Kabinett im Grunde sich nie auf eine Mehrheit stützen könnte, sondern immer vom Goodwill der jeweiligen Parteien abhängig wäre. Das zweite wäre eine Einigung zwischen dem Ensemble, also das heißt Macron und seiner Partei und den sie unterstützenden Parteien und auf der anderen Seite der Neuen Volksfront. Auch das ist eher unwahrscheinlich, weil natürlich die Gegensätze zwischen Macron, der im weitesten Sinne eher als liberal, linksliberal gilt, und auf der anderen Seite einem Linkspopulisten wie Mélenchon eigentlich unüberbrückbar sind in wirtschaftspolitischen Fragen, in sozialpolitischen Fragen etc. Was eine Möglichkeit wäre, und da muss man dann mal vor die Wahlen zurückgehen. Wir hatten ja dieses Bündnis nach der letzten Parlamentswahl in Frankreich schon mal, dieses sogenannte NUPES-Bündnis, wo die Grünen, wo die Kommunisten, wo die Sozialisten und wo France Insoumise drin waren. Das stand aber kurz vor der Auflösung, weil man eben mit der Politik von Herrn Mélenchon in keinster Weise in den anderen Parteien zufrieden war und weil man gesagt hat, die Radikalisierung, gerade auch in Bezug auf europäische Integration, die er ablehnt, gerade auch in Bezug auf die Ablehnung Deutschlands, das wollten auch die Haltung gegenüber Israel, das wollten die anderen linken Parteien so nicht. Und nur die Not hat eigentlich dieses Bündnis jetzt als Neue Volksfront nochmal neu geboren. Und die Frage ist natürlich, wie lange wird dieses Bündnis halten? Die Gegensätze sind ja nicht weg. Da fragt nämlich auch Und ein das, warte, Zuschauer und das nach, war, also hat das Bündnis Zukunft? genau, und das ist genau der Punkt. Es könnte nämlich sein, dass dieses Bündnis sich relativ schnell auseinanderdividiert und dass wir dann tatsächlich, weil gerade auch die Sozialisten nahezu gleich viele Sitze haben innerhalb dieses Bündnisses wie La France Insoumise, dass wir dann zu der Tendenz kommen, dass Sozialisten, Grüne, Kommunisten plus im Ensemble möglicherweise sich in eine Koalition, vielleicht toleriert durch die Republikaner, also nicht Ciotti, sondern die moderaten Republikaner, die nicht mit dem Rassemblement National zusammengegangen sind, dann auf eine gemeinsame, irgendwie geartete Regierung einigen können. Also das wären meines Erachtens die drei wahrscheinlichsten Optionen.
Ja, Madame Cadeau, die Fünfte Republik, die setzt ja eigentlich auf klare Verhältnisse ohne Koalition. Und ja, gestern waren wir noch alle euphorisch, weil es jetzt keine Machtergreifung von stramm Rechtsextremen gibt. Aber heute sieht das ja alles ein bisschen anders aus, wenn man das so hört. Also da wird sogar von Unregierbarkeit gesprochen. Und ja, insofern auch die Frage eines Zuschauers. In Frankreich sind Koalitionen ja eher unüblich. Ist die Fünfte Republik nicht dafür ausgelegt? War es das mit der Fünften Republik? Ich denke, sie beerdigen ein bisschen schnell die Fünfte Republik. Wir werden sehen, aber Herr Jansen hat das gut erklärt, ne, die Schwierigkeiten. Ich bin auch nicht so überzeugt von der Vorstellung, dass man eine Linksbündnis bis zum Republikaner machen kann. Also das scheint mir eher unwahrscheinlich. Was vielleicht wahrscheinlicher ist, ist, dass man Herrn Mélenchon, ich sehe, Herr Janssen spricht sehr viel von Herrn Mélenchon, aber Herr Mélenchon hat keine Macht in der Partei Genau, mehr, richtig. offiziell. Der ist gar nichts. Der ist nicht mal Abgeordneter. Er ist aber natürlich der Gründer der Partei und das bleibt. Aber man hat ihm die ganze Wahlzeit gesagt, genau wie Macron, zeigen Sie sich bitte nicht. Sie sind eigentlich ein Schreckfigur für viele Wähler. Und er musste sich, genau wie Herr Macron, mit Schwierigkeiten, mit Mühe doch ruhig verhalten. Und es gibt Dissidenten in dieser Partei, die sind wichtiger und hochgeachtete Abgeordnete. Und diese Leute, die Partei, diese Unbeugsame, sind sicherlich auch eine Partei, die zerstritten ist und wo es andere Stimmen gibt, die gern vielleicht mit den Sozialisten arbeiten würde oder die Ökologen, die Grünen und so weiter. Also ich persönlich gebe eine Chance zuerst einmal auf den linken Bündnis. Sie treffen sich heute Abend und werden diskutieren und wollen einen Premier vorstellen, den Namen eines Premier. Das soll eine Figur sein, das wird auf gar keinen Fall Herr Mélenchon sein. Das hat er gesagt, das ist wieder gesagt worden. Das heißt, es wird eine Figur, die kompatibel ist mit eben Sozialdemokrat, würde man sagen, in Deutschland Sozialisten und Grüne und so weiter und so fort. Dann wollen wir mal sehen, was die bringen. Ich darf auch erinnern, dass der Front National, der Front Républicain, pardon, der Front Républicain, neue Erscheinung, ist eigentlich eine Erinnerung an den alten Front Républicain, Front Populaire von Léon Blum, 1936 und 38. Und es ist eine Tatsache, dass in Frankreich die soziale Avancée, also Verbesserungen, sind durch Sozialisten gekommen. Und Emmanuel Macron ist ein Liberal, wie man sagt. Und seine Reformen sind harte Reformen für, was man sagen würde, Arbeiter, Angestellte und so weiter. Das sind Reformen, die eigentlich mehr Richtung Unternehmen, Investitionen und so weiter. Und das heißt, ich persönlich, aber das ist vielleicht eine Fehleinschätzung, ich denke, die Zeit ist reif in Frankreich für einen kleinen Schwenk Richtung soziale Reformen. Und wenn dieser Linksbündnis sich zusammenrafft und es schafft, seine ganze Rivalität ad acta zu legen und irgendwas zu bringen, zu hervorzubringen, dann könnte es für eine Weile eine gute Lösung sein. Insofern, Madame Cadeau, eine Frage eines Zuschauers. Wird es vielleicht Herr Glücksmann, der ja Europaabgeordneter ist? Als Premierminister? Wissen Sie, in Frankreich im Moment, die Politik ändert sich von Stunde zu Stunde. Das heißt, ich kann absolut nicht sagen, der wäre eine Idee, wollen wir das so sagen, der war sehr präsent. Und in diesem Aufstellung der linken Bündnis.
Und er hat eben alle katastrophalen Erscheinungen und Aussage des Mélenchon-Clan in die Schranke gewiesen. Er hat klare rote Linien gezeichnet in Richtung Israel und so weiter, Antisemitismus und so weiter, Europa und so weiter. Der ist eine Art Garant. Ob er Premier sein möchte, ernannt wird, es gibt viele Figuren, die eigentlich passen würde. Da darf ich mal die Anna-Luisa bitten, die Folie aufzurufen von dem Nouveau Front Populaire. Das müsste die dritte, noch ein bisschen zurück, ja, sein. Ja, genau, wunderbar. Ja, also ein sehr buntes Bündnis, das kann man, glaube ich, sagen. Ja, Sibo, zum französischen Wahlsystem fragt ein Zuschauer, und zwar, wie demokratisch ist das französische Wahlsystem? Im zweiten Wahlgang ziehen sich ja oft die Kandidaten an dritter Stelle zurück. Wird da nicht eher gegen eine Partei anstatt für eine Partei gewählt? Sage ich gleich einen Satz zu. Ich wollte auch noch einen Satz sagen zu dem, was Frau Cadeau gesagt hat. Ich bin da ganz d'accord in der Analyse. Nur natürlich hätte auch dieses Linksbündnis ohne die Unterstützung zum Beispiel dann der Macronisten keine Mehrheit in der Nationalversammlung. Das heißt, man müsste irgendwo einen Kompromiss schließen und es ist eher unwahrscheinlich, dass natürlich Macron mit seinen, wie Sie richtig gesagt haben, liberalen Ansätzen wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch, sich sehr weit auf die Le France Insoumise zubewegen wird und gleichermaßen gilt es natürlich umgekehrt. Und ich glaube, da liegt wirklich eine der großen Bruchlinien, ob es gelingt, diese beiden doch zumindest wirtschafts- und sozialpolitisch recht gegensätzlichen Kräfte miteinander zu vereinbaren und da zu vereinen. Und da bin ich sehr skeptisch und deshalb kann ich mir vorstellen, dass Le France Insoumise eben rausgeht. Aber das werden die Zeiten zeigen. Was das Wahlrecht angeht, ich denke, ein Punkt ist ganz wichtig. Das französische Wahlrecht basiert ja eigentlich erstmal auf einem Mehrheitswahlrecht. Die erste Runde bedarf ich 50% plus mindestens einer Stimme, um gewählt zu werden. Wenn ich das schaffe, bin ich direkt gewählter Kandidat in die Nationalversammlung. In der zweiten Runde können alle Kandidaten, die mindestens 12,5% erhalten haben, wieder antreten. So. Und das Spannende ist, dass natürlich in einer solchen Situation, wo sich abzeichnet ein möglicherweise Monstersieg der extremen Rechten, dass man sagt, wir schließen uns zusammen, um genau diesen Monstersieg zu verhindern, der da am Horizont auftaucht. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, das ist letztendlich vielleicht sogar ein Vorteil des demokratischen Systems in Frankreich, dass diese Koalition und dieser Rückzug möglich ist. Weil wenn es nicht so wäre, dann könnte man ja im Zweifel gar nichts mehr gegen diese Rechtspopulisten, Nationalisten tun. Und die entscheidende Frage ist natürlich, was wertet man höher? Das Recht sozusagen, dass man diesen Rückzug vornehmen kann und dass man sich auf eine republikanische Front einigen kann? Oder sagt man, ist es wichtiger, dass letztendlich der erste Wahlgang eigentlich im zweiten Wahlgang dann auch nochmal bestätigt wird. Und ich denke, ich persönlich denke, dass tatsächlich der große Vorteil des französischen Wahlrechts da drin besteht, dass eben dieser Rückzug möglich ist und dass man damit auch Kandidaten, die eine Gefahr für die Demokratie sind, die eine Gefahr sozusagen für die Fortbestand der liberalen französischen Republik sind, damit auch verhindern kann. Aber, und das ist vielleicht der Punkt, den man sicherlich sagen muss, es kommt dann teilweise auch zu sehr komischen Konstellationen, wie wir es jetzt erlebt haben, wo eigentlich etwas zusammenkommt, was erstmal gar nicht zusammenpasst. Und das führt natürlich dann wieder zu neuen Verwicklungen. Siehe, dass wir jetzt im Grunde, was man im Britischen nennt, ein Hung Parliament haben, dass wir also keine klare Mehrheit haben. Aber wir haben es auch in Großbritannien gesehen jetzt. Dort haben wir auch eine Wahl, da haben wir nur das Mehrheitswahlrecht. Dort hat man teilweise auch taktisch gestimmt, dass eben Leute, die gesehen haben, wir ziehen unsere Kandidaten zurück. Also es gab zum Beispiel durchaus einzelne Absprachen zwischen Grünen und Labour, dass man gesagt hat, wir wollen sozusagen euch da unterstützen. Das hat man auch gemacht. Aber es ist natürlich im britischen System nochmal etwas anders als im französischen System, weil wir keinen zweiten Wahlgang haben. Aber grundsätzlich, das Mehrheitswahlrecht hat diesbezüglich Vorteile und es kann eben dann auch, wenn es einen zweiten Wahlgang gibt, zu diesen Koalitionen führen, die jetzt Schlimmeres verhindert haben, aber damit auch eine neue Konstellation Ja. bedeutet haben. Herr Wahl, bitteschön. Ja, danke, Jochen. Also, es wird wohl keinen verwundern, dass ich als Chef der Europa-Union Nordrhein-Westfalen nochmal einen Aspekt Europa benennen möchte. Also, Macron war ja
als Europäer, glaube ich, auch in Frankreich überall anerkannt. Und wir sehen es jetzt gerade mit Starmer und den Wahlen auch in Großbritannien, dass man wieder den Weg nach Europa sucht und findet und dass selbst die Großbritannier ja, gemerkt haben, wie schrecklich sich Brexit ausgewirkt hat. Deshalb würde ich ja auch für Frankreich mir wünschen, dass mehr Europa und nicht weniger Europa dabei rumkommt. Und jetzt die gezielte Frage: Wie sehen Sie jetzt durch die neue Nationalversammlung das Thema Europa platziert? Weiter vorne oder etwas mehr zurück? Danke. Sibo, vielleicht du erstmal. Ja, also wir haben natürlich die traditionellen proeuropäischen Parteien, das ist Ensemble, das sind die Sozialisten, das sind die Grünen. Selbst die Kommunisten haben sich in den letzten Jahren doch deutlich in Richtung eher einer zumindest neutralen Haltung in Bezug auf die EU entwickelt. Auch Les Républicains sind natürlich eigentlich eine traditionelle proeuropäische Partei. Aber die beiden Flügelparteien, so unterschiedlich sie sind, in der Frage haben sie durchaus gemeinsame Positionen. Der Rassemblement National und La France Insoumise sind beide extrem EU-skeptisch, EU-feindlich. Und diese Parteien sind natürlich beide auch gestärkt worden bei der Wahl zur Nationalversammlung. Und wir wissen alle, dass Macron ein überzeugter Europäer ist. Er hat viele Vorschläge gemacht, 2017, 2019, dieses Jahr noch einmal zur Zukunft der Europäischen Union, zur Zukunft der europäischen Integration. Das ist auch leider von deutscher Seite nie wirklich aufgegriffen worden. Aber was wir jetzt sehen werden, ist, dass er zumindest rein aus dem Parlament heraus wahrscheinlich eine etwas geringere Unterstützung erfahren wird. Nichtsdestotrotz hat er natürlich außenpolitisch als Präsident weiterhin einen relativ großen Spielraum. Und das bedeutet, er kann Initiativen starten, aber die Begeisterung wird wahrscheinlich weniger groß sein, als das bisher in der Nationalversammlung war. Insofern eher eine Nachfrage eines Zuschauers, der fragt, wird Macron eine Karriere in der EU anstreben nach seiner aktuellen Position, Madame Cadeau? Weiß man da schon was? Nochmal, nochmal, niemand kann wissen, was im Kopf von Macron geht. Nie vergessen, der ist disruptiv, der wird uns immer wieder überraschen. Und machen Sie sich vor allen Dingen keine Sorgen für Herrn Macron, der wird irgendwo landen. Ja, genau. Er wird schon gut unterkommen. Also Er wird schon gut da müssen unterkommen. wir keine Angst haben. Aber wo landet Frankreich? Ja, Ja, das werden Madame wir Cadou, sehen. noch Ich die. bin nicht so pessimistisch wie Sie. Ich finde es wunderbar, dass es wir haben alle gezittert, eine Woche lang. Die RN ist an der Tür zu macht und das war wirklich keine schöne Vorstellung, ehrlich gesagt. Die Leute waren in Aufruhr. Es war eine traumatische Vorstellung, dass Frankreich in die Hände von dem Clan Le Pen und Rechtsextreme wird. Und das Volk hat gewählt. Ob man sich sagt, oh, das ist nicht so demokratisch, es tut mir leid. Das Volk, 40 Millionen Leute, haben gewählt. Und die haben klar gesagt, wir wollen keine National, also ja. Rassemblement National. Ich lasse auch im Grafik Front deshalb. Also Rassemblement National heißt das jetzt. Darüber hinaus, ich muss sagen, bei aller Liebe für Macron, man kann sehr von Macron enttäuscht sein, weil sein europäisches Bekenntnis zum Trotz, er hat immer wieder mit den Rechten, mit dem extremen Stimmt, Recht geliebäugelt. ja. Auch in der Semantik, auch in der Weise, wie er sich ausgedrückt hat. Der hat sogar gewagt, das Wort Immigrationismus zu erwähnen. Das ist, als ob man, das ist ein Unwort von dem extremen Rechts. Und er ist 2022 an die Macht gekommen, dadurch, dass die gesamte Linke oder sehr viele Leute, Wähler von der Linken, Seite für ihn gestimmt hat. Das hat er auch anerkannt, das hat er auch zugegeben und er hatte gesagt, ich werde das nicht vergessen, sozusagen. Hat er aber wohl. Und in dem Sinne ist es gut, es ist gut, dass jetzt dieser linke Lager, das sehr eigentlich schlecht behandelt worden ist. Und wenn ich sage, das linke Lager, ich meine,
die Lehrer, ich meine die Universitätsprofessoren oder Studenten, ich meine ganze Gruppe, die Krankenhäuser, Schwestern und so weiter, ganze Bevölkerungsgruppe, die eigentlich das Land halten, die sind wirklich von dieser Regierung nicht honoriert worden. Und wenn man jetzt ein bisschen Druck hat auf diese Seite, das ist eher eine Chance für das Land. Und wie Herr Jansen sagte, am Ende wird es wohl sein, dass es Kompromisse geben wird zwischen ein Teil der Macronist und die Sozialist und die Grünen. Aber ich denke, in einer ersten Phase, wenn da eine richtige linke Politik gemacht wird. Und es gibt sehr gute Vorschläge in dem Programm von die Unbeugsamen. Dann ist das eher eine Chance für Frankreich. Ja, Annalisa, kannst du mal die Folie bitte von Herrn Macron aufrufen? Die müsste ziemlich am Anfang sein. Ja, Frau Cadeau, Sie sind ja quasi die gelebte deutsch-französische Beziehung, das gute Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich. Sie waren Deutschland-Korrespondentin für verschiedene französische Medien. Und ja, jetzt kann man sagen, Macron ist auf jeden Fall geschwächt. Und egal, was passiert, wir haben schon über verschiedene Möglichkeiten geredet, das Regieren in Paris wird unbequem. Was bedeutet das nun für die deutsch-französischen Beziehungen? Sind Also, ja der Motor der europäischen Integration bisher immer gewesen. ja, klar. Aber wenn man konkret spricht, Macron hat eine sehr schöne Reise gemacht in Deutschland. Der ist da gefeiert worden als großer Europäer und so weiter und so fort. Aber in der Tat, er wollte eine fast föderalistische, also in die Richtung gehen, föderalistische Elemente für Europa hervorbringen, aber gemeinsame Verteidigung, gemeinsame dies und das und jenes, das wollten aber die Deutschen partout nicht. Stimmt. Und das wäre auch zu Blockade gekommen. Nämlich, Frankreich ist hochverschuldet, das haben wir gehört, und die Idee war, diese gemeinsame Verteidigungspolitik oder andere Themen in großen europäische Anleihe zum finanzieren. Und da waren die Deutschen dagegen, ganz klar. Und ich weiß nicht, also es gibt sehr viele Felder, zum Beispiel die Automobil und die Beziehung zu China und so weiter, wo Frankreich und Deutschland überhaupt nicht auf der gleichen Linie sind. Das heißt, europäisch, große Europäer hin und her, es war eine schwierige Beziehung. Und wir werden sehen, wer Premier wird. Wir wissen heute überhaupt nichts, was wird. Aber es wird vielleicht nicht so tragisch, wie man denkt. Ich darf erinnern, dass die Sozialistische Partei Frankreich hat gute Beziehungen zur SPD und dass Herr Scholz hat sofort gratuliert. Das heißt, es wird sich auch Kommunikationskanäle tun und vielleicht sind die deutsch-französische Beziehungen nicht so katastrophal schlechter als Macron so seine Projekte hervorgebracht hat. Sibo, wie siehst du das? Also dieser deutsch-französische Motor, also dieses Bild wird ja immer wieder bemüht, der lief ja sowieso nicht ganz rund, sagen wir es mal so. Und ja, immerhin wurde er ja gestern nicht durch eine rechtsextreme Mehrheit abgewürgt. Aber um jetzt mal im Bild zu bleiben, also stottert dieser deutsch-französische Motor vielleicht noch mehr als bisher oder vielleicht doch nicht so, wie Madame Cadeau das eben sagte? Also ich sehe tatsächlich, dass er stottert und ich sehe auch einen Hauptverantwortlichen dafür. Das ist die Bundesrepublik Deutschland und ihre Regierung. Und zwar sowohl die Regierung Merkel, die 2017 nach der Rede von Macron an der Sorbonne-Universität überhaupt nicht auf dessen Vorschläge reagiert hat. Das gilt aber genauso für die heutige Ampelkoalition, die auch jetzt wieder, und Frau Cadeau hat das gesagt, Macron war ja vor kurzem in Berlin,
im Prinzip zwar das zur Kenntnis genommen hat, aber seine sehr weitreichenden Ideen und auch diesen Appell, dass dieses Europa, diese Europäische Union sterben kann, eigentlich so mit einem, ja, ich sage jetzt mal etwas lässigen Händewinken so davongeweht hat und so nach dem Motto, behellige uns doch damit nicht, wir haben gerade Haushaltsstreit und wir müssen uns sozusagen über unsere letzten anderthalb Jahre Pi mal Daumen einigen hier in der Bundesregierung. Also ich fand das ein unangemessenes Verhalten und finde das ein unangemessenes Verhalten. Man kann ja sagen, man hat eine andere Position als der französische Präsident. Aber man muss meines Erachtens zumindest auf diese Vorschläge reagieren. Punkt eins und Punkt zwei. Die Frage stellt sich schon, was wäre denn tatsächlich, wenn 2027 Frau Le Pen Präsidentin werden würde? Wie würde denn dann das deutsch-französische Verhältnis aussehen? Und ich glaube, die Deutschen sollten sich sehr, sehr klar machen, dass sie mit Macron bei aller Kritik, die man an ihm haben kann, unzweifelhaft. Und ich teile auch das, was Frau Cadeau gesagt hat in Bezug auf seine innenpolitischen Annäherungen an den Rassemblement National, an die extreme Rechte. Aber europapolitisch hat er immer eine bestimmte Position vertreten und er hat leider nie einen Niederschlag in der deutschen Politik gefunden. Und das ist besonders tragisch, weil gerade die jetzige Bundesregierung, die Ampelkoalition, eigentlich als sehr klares Ziel immer den Ausbau der deutsch-französischen Beziehungen und eine Stärkung dieser europäischen Integration gehabt hat. Und leider muss man sagen, dass jetzt nach fast 3 Jahren dieser Regierung da wenig bis gar nichts bei rausgekommen ist. Und ich kann schon verstehen, dass in Frankreich, das ist auch das, was ich in der französischen Presse mehrfach gelesen habe, man doch relativ frustriert ist über diese deutsche, ich sag jetzt mal, Arroganz des Nichthandelns und des Nichtreagierens auf Herrn Macron. Und so gesehen denke ich, ja, dieser Motor stottert und es wird jetzt sicherlich mit einer Partei wie La France Insoumise, die mehr oder weniger jetzt natürlich in die Regierung mit reingehen wird, nicht einfacher, weil das ist durchaus ein Punkt. Ich habe das eben schon gesagt. Europapolitisch unterscheiden sie sich nicht wesentlich vom Rassemblement National. Beide extrem europaskeptisch, europafeindlich mit anderen Begründungen. Aber der entscheidende Punkt ist auch, La France Insoumise hat sozusagen eine starke Ablehnung der europäischen Integration, der Europäischen Union. Und das wird es sicherlich auch nicht einfacher machen, gerade was Finanzierungen angeht. Und da bin ich bei einer Frage, die ich eben im Chat gesehen habe. Ja, die Ukraine. Auch das muss man sich überlegen. Wie geht es weiter mit der Ukraine-Hilfe? Wie geht es weiter mit der Unterstützung der Ukraine? Und natürlich, die Grünen, die Sozialisten sind für die Unterstützung der Ukraine, genau wie die Macronisten. Aber auch France Insoumise ist zum Beispiel sehr viel skeptischer diesbezüglich, ja. Und wir wissen das auch vom Rassemblement National. Das heißt also mit anderen Worten, wir haben eine Situation, die sicherlich für Macron, die für die französische Europapolitik bei allem Spielraum, den Macron außenpolitisch hat, nicht einfacher geworden ist. Und ich würde mal sagen, es liegt auch daran, dass letztendlich nicht das Wahlergebnis, aber es liegt im Gesamtkontext auch daran, dass die Bundesrepublik Deutschland, dass die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren es versäumt haben, rechtzeitig auf Macron zu reagieren und auch Pflöcke einzuschlagen. Ja, Ich die würde Ukraine. gerne nur eine Korrektur Ja. sagen, nämlich der große Unterschied zwischen die Unbeugsame und die Rassemblement National ist, die Rassemblement National will die Europäische Union von innen demontieren. Richtig, Sie ja. wollen das richtig demontieren. Und Genau. das ist nicht der Fall bei den Unbeugsamen. Die sind was alles, was Herr Jansen ist, absolut richtig und korrekt. Aber es geht nur. Was heißt nur? Sie wollen diese Integration bremsen, aber die wollen auf gar keinen Fall die Richtig, ja. Europäische Union demontieren. Das ist richtig, ja. Madame Cadeau, ein Zuschauer fragt, brauchte Frankreich dieses Wachrütteln mit den Neuwahlen? Ich meine nicht unbedingt, ne? Nicht unbedingt, ne? Nicht in dieser Art. Also man hätte anders vorgehen können, aber wie man salopp sagt, aus einer schlechten Situation kommt vielleicht was Gutes, nämlich eben, dass plötzlich vielleicht ein Wechsel vielleicht an die Macht kommt, vielleicht lernen die Franzosen Koalition zu schmieden, Kompromisse zu machen. Alles ist drin, bis zu totale Lähmung der französischen Politik. Ich glaube, da muss man sich klar machen. Sibo, also Macron hat ja diese Neuwahlen ausgerufen. Das war ja ein großes Risiko und er wollte ja ursprünglich eine Klärung der Verhältnisse. Aber jetzt ist es zwar nicht ganz so schlimm gekommen, aber die Verhältnisse sind ja unklarer als je zuvor. Hat er sich da verzockt?
Ja gut, also natürlich, wie wir es eben schon gesagt haben, er ist ein hohes Risiko eingegangen und bei einem hohen Risiko kann man eben auch mal ein schlechtes Blatt haben beim Pokern, ja, wenn man pokert und der andere hat ein besseres Blatt. Jetzt ist das Blatt eher ein durchschnittliches gewesen für ihn. Es war keine totale Katastrophe, aber es war jetzt auch nicht sozusagen das große Ass, was er da gezogen hat. Das heißt mit anderen Worten, jein. Das Schlimmste ist sozusagen verhindert worden, tatsächlich durch die Flexibilität sowohl der politischen Linken als auch der Zentristen, dass sie eben diese gegenseitige Unterstützung sich ja gegeben haben. Aber es ist natürlich weit davon entfernt, dass Macron letztendlich zufrieden sein kann. Und er wird Attal jetzt erstmal noch mindestens 1,5 Wochen bis zum 18. Juli. Dann tritt die Nationalversammlung wohl das erste Mal zusammen im Amt lassen und dann werden wir gucken, wer dann Premierminister wird und auf welche Mehrheiten er sich stützen kann. Also so gesehen, er hat gezockt, um es mal so zu sagen. Er hat sich nicht gänzlich verzockt, aber ist jetzt auch nicht als der große Sieger daraus gegangen. Sibo, auch diese Frage möchte ich direkt an dich weiterleiten. Und zwar fragt ein Zuschauer, können Sie vielleicht auf nochmal die Bildung der neuen auf die Bildung der neuen Fraktion Patriots for Europe einordnen? Was bringt das dem RN im EU-Parlament und passen die überhaupt so gut zusammen? Die FPÖ, also die Freiheitliche Partei Österreichs, ist jetzt auch nicht so weit von der deutschen AfD entfernt, von der sich Le Pen ja getrennt hat. Also, ich glaube, es sind zwei Punkte, die man am heutigen Tag festhalten muss. Das erste ist, wir haben sicherlich im Moment einen ganz klaren Gewinner innerhalb dieser rechtspopulistischen, rechtsradikalen Blocks. Das ist Frau Meloni. Die hat nämlich ihre Wahlen deutlich gewonnen als Premierministerin. Die hat auch die Europawahlen deutlich gewonnen. Frau Le Pen und Frau Meloni stehen in einer gewissen Konkurrenz zueinander. Und Frau Le Pen ist natürlich durch dieses relativ bescheidene Abschneiden in Frankreich gestern bei den Wahlen zur Nationalversammlung eher geschwächt gegenüber Frau Meloni, die bis jetzt alle Wahlen, denen sie sich gestellt hat, doch bravourös gewonnen hat in den letzten Jahren. Das heißt also, da gibt es jetzt sozusagen einen klaren, in Anführungsstrichen, Klassenunterschied zwischen diesen beiden. Und der zweite Punkt ist, diese neue Fraktion hat natürlich das Ziel, möglichst viele rechtsradikale Parteien um miteinander zu verbinden, um eben über den Fraktionsstatus, man wird dann auf 143 Abgeordnete ungefähr kommen, Status heute, natürlich zu binden, damit eben entsprechende Gelder zu gerieren, damit Redezeit im Europäischen Parlament zu gerieren, etc. etc. Das ist also der formale Hintergrund. Der inhaltliche Hintergrund ist, natürlich haben diese Parteien alle ein gemeinsames Ziel. Das ist, und Frau Cadeau hat es eben gesagt, die Aushöhlung der Europäischen Union und ihrer Institutionen von innen heraus. Man will das Europäische Parlament abschaffen, man will die Europäische Kommission abschaffen, man will den Europäischen Gerichtshof abschaffen und man will wieder eine rein bilaterale Zusammenarbeit. Der Unterschied zur AfD ist, dass die AfD in ihren Aussagen, nicht so sehr in der realen Politik, die unterscheidet sich gar nicht so sehr, aber in ihren Aussagen sozusagen noch weiter geht als das, was diese extrem rechten Parteien im Grunde vertreten können, wobei bei Herrn Kickl habe ich da auch meine Zweifel, also den FPÖ-Vorsitzenden in Ja, Österreich, der gerne auch sozusagen, Volkskanzler, wie er sagt, genau, werden will. der auch dafür bekannt ist, dass er durchaus den AfD-Sprech kennt und auch sozusagen selber österreichisch dann anreichert. Aber grundsätzlich ist es so, dass Frau Le Pen natürlich versucht, eine Fassade der Bürgerlichkeit aufrechtzuerhalten. Herr Orban natürlich auch. Und das ist der Unterschied zur AfD. Die AfD radikalisiert sich eigentlich immer weiter politisch und nimmt auch sozusagen überhaupt keine Rücksicht mehr auf irgendwelche politischen Gepflogenheiten. Wir haben das jetzt wieder im Sommerinterview mit Frau Weidel gesehen, die nochmal reingehauen hat und gesagt hat, sie würde sich wünschen, dass Herr Trump Präsident wird, weil er der Einzige wäre, der letztendlich der Ukraine den Geldhahn abdrehen könnte. Das würde wahrscheinlich zumindest offiziell kein anderer Rechtspopulist, der in dieser neuen Fraktion sitzen würde, sagen, weil das natürlich politisch ein Todesurteil wäre, bei den allermeisten. Die AfD traut sich das und sie reüssiert damit und legt damit auch noch in den Umfragen zu. Das heißt also, selbst für die extreme Rechte ist die AfD nach außen hin zu rechtsextrem, was natürlich eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte ist. Herr Wahl, Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Mich interessieren noch zwei Sachen. Einerseits, Entschuldigung, einerseits ist es natürlich schon angesagt, dass die Verbindung mit
der neuen Volksfront und den dort vertretenen linken Parteien sehr viel mehr Geld kosten wird, und das vor dieser angespannten Haushaltssituation. Und die zweite Frage ist natürlich die Energie. Wir haben ja von dem Lager Le Pen gehört, dass sie auch überlegen, die Energieversorgung Deutschlands dadurch lahmzulegen, dass sie sich da aus dem Europäischen Energieverbund trennen mögen. Madame Cadot, ist Energie ein Thema in Frankreich? Das ist ein großes Thema, weil die ganze rechte Lager hat sich kapriziert, aber wirklich in einer komischen Art und Weise auf Nuklear. Es ist zu einem Totem geworden. Man fragt sich, warum, aber es ist so. Und tatsächlich, die Extremrecht hatte nur eins im Sinn, aus dem europäischen elektrischen Markt auszusteigen, nicht aus dem Austausch, sondern aus dem Markt auszusteigen, unter dem Motto, wir in Frankreich durch die Atomelektrizität, Atomenergie, hatten wir einen billigeren Strom. Und wir wollen da zurückkommen, weil es ist sehr kompliziert, sehr technisch und ich will mich nicht jetzt hervortun als die Kennerin der Materie. Aber eigentlich ist der Strompreis auf dem Gaspreis mehr oder weniger der letzte, der mehr braucht oder sonst was, angehängt und der wird teurer in Frankreich. Das ist aber alles auch, sagen alle Experten, das hat weder Hand noch Fuß. Das wird nicht klappen. Frankreich braucht auch diese Stromexporten. Und Tatsache ist, dass der Strom sehr teuer geworden ist. Auf dem linken Lager legt man sehr viel mehr Gewicht auf erneuerbare Energie. Das ist in dem Programm der Unbeugsamer. Und das Programm der Unbeugsamer ist mehr oder weniger total oder zum zwei Drittel übernommen worden von dem neuen Front Populaire. Und das sind ganz klare Bekenntnisse zu Windenergie auf dem Meer und solchen Sachen, Ja, überhaupt das ist noch teurer, erneuerbare ne? Energien. Und das Problem für Frankreich ist, dass man muss eine zweite Energiekomponente haben, die stabil ist. Und wenn das, wir haben nicht Gas hier, sondern eher Atom. Und die Atommeiler kommen ins Alter und die müssen ersetzt werden. Und Macron hatte auch ein sehr teures Programm lanciert von Mikro- und kleiner Atommeiler lanciert. Das ist schön und gut, könnte man sagen, aber die existieren noch nicht und man weiß nicht mal technisch, ob die richtig funktionieren. Und das kostet immens Geld und das verschiebt das Ganze auf 2030, 40. Das heißt, ich meine, als jetzt Journalistin, Frankreich geht in eine große Problematik diesbezüglich, weil wenn Sie beide Sachen machen, sowohl Atom wie erneuerbare Energiequellen betreiben, das ist sehr, sehr kostspielig. Und im Moment kann Frankreich eigentlich nicht anders machen. Und Frankreich hat eine Riesenküste und könnte sehr wohl sehr viel Windpark aufstellen. Das kostet aber auch. Und wenn man das Geld woanders legt und wenn man sowieso so wenig Geld hat wie im Moment, das ist alles sehr problematisch. Aber Kaufkraft und Energiepreise sind wirklich die Motor gewesen für Frau Le Pen. Und im Juli jetzt, wo ich spreche, sollte das Gaspreis um 10% sich erhöhen. Sie können sich vorstellen, wenn Sie kleine Gehälter haben, manchmal haben die Leute 900 Euro pro Monat mit Kindern, ne? Das schlägt unheimlich zu Buche für einen kleinen Gehalt. Viel mehr als für einen großen Gehalt natürlich. Libo, die Frage eines Zuschauers zielt nochmal auf das Ergebnis der Wahlen ab. Die leite ich mal an dich weiter. Wird das Ergebnis in Frankreich die Wahlen in Ostdeutschland für die AfD beeinflussen? Ja, es ist natürlich jetzt tatsächlich Orakeln. Das ist schlecht zu sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass es keinen großen Einfluss haben wird, aus zwei Gründen. Das eine ist,
Zeitlich liegt da doch noch ein gewisser Abstand zwischen. Das sind noch 2,5 Monate in etwa. Der Wähler vergisst relativ schnell. Und der zweite Punkt ist, die Situation in Ostdeutschland hat sich mittlerweile, was den Aufstieg eben des Rechtsextremismus, aber auch des Linkspopulismus mit Frau Wagenknecht oder sagen wir mal des Nationalbolschewismus, wäre ja treffender im Falle von Frau Wagenknecht angeht, so verselbstständigt, dass ich glaube, es braucht keine großen Einflusssphären mehr von außen, um dort die entsprechenden Wählerzahlen zu garantieren. Also so gesehen würde ich sagen, aufgrund dieser beiden Faktoren eher nein. Madame Cadeau, also wir haben ja über Macron gesprochen, aber der wird ja 2027 definitiv ausscheiden. Also er darf nicht nochmal kandidieren. Und da würde ich die Anna-Luisa mal bitten, die Grafik 10 einzuspielen mit den Kandidaten, die ja aus dem Macronistenlager kommen und die vielleicht ja Macron nachfolgen könnten. Das also. Ja, ganz links sehen wir den ehemaligen Premierminister, den ersten von Macron sozusagen. Ja, und die Nummer zwei, Gérald Darmanin, Entschuldigung, der Innenminister. Und der dritte, den haben Sie schon gesehen, Gabriel Attal, der Premierminister. Und ja, ganz rechts der ja nicht unmächtige Wirtschafts- und Finanzminister, Bruno Le Maire. Ja, jetzt hatte ich gar nicht den Namen gesagt, Édouard Philippe ist das ganz links. Ja, was glauben Sie, wer hat da im Moment Chancen? Im Moment, was eint die eigentlich, außer vielleicht die Wut auf Macron, weil sie die Neuwahlen nicht davon nichts wussten? Ja, genau. Das ist wirklich schön gesagt, weil die waren so wütend, dass sie auf ihre Wahlplakate nicht mehr das Bild von Macron haben zeigen wollen. Und jeder eine nach dem anderen hat gesagt, eigentlich öffentlich, das war eine sehr schlechte Idee, das war das Idee eines einzelnen Mannes und so weiter. Also ja, alle sind zerstritten. Das ist wunderbar, das Klima jetzt in Frankreich. Édouard Philippe, der Linke, war sehr respektiert und war hoch im Rennen. Aber der ist Bürgermeister von Le Havre und man sieht nicht viel von ihm. Man hört auch nicht mehr so viel von ihm. Und die Wahl ist nicht gut für ihn gelaufen. Der hat, ich glaube, 23 Sitzen bekommen. Er hat einen kleinen Partei, Horizon. Der gehört zum Ensemble, diese ganze Bündnis Ensemble. Und ich denke im Moment, der am meisten Chance hat, wäre Gabriel Attal. Aber wie gesagt, wir wissen noch nichts. Es ist Orakel, wie Herr Jansen sagt, und es wird sehr viel Wasser in der Seine fließen, bevor wir was wissen. Sibo, ich würde gerne nochmal auf die Ukraine eingehen, weil du hattest ja die Frage quasi schon beantwortet, wie das Linksbündnis eigentlich zur Unterstützung der Ukraine steht. Aber was ist da im Weiteren zu erwarten? Also vielleicht, um das nochmal klar zu machen, Grüne und Sozialisten stehen klar hinter der Ukraine. France Insoumise ist, ich sage jetzt mal, vorsichtiger. Sie lehnen die Ukraine nicht grundsätzlich oder die Ukraine-Hilfe nicht grundsätzlich ab, sind aber vor allen Dingen gegen diese starke militärische Unterstützung, die, wenn man sich im Gesamtkontext anguckt, natürlich mit anderen Ländern verglichen, vor allen Dingen mit Deutschland, gar nicht so stark ist in Frankreich. Aber für France Insoumise ist das sozusagen ein Stück weit ein Punkt, der ihrer Politik, ihrer Ideologie widerspricht. Was jetzt passieren kann, ist, und das auch das ist natürlich Orakel, könnte sein, dass France Insoumise sagt, wir werden sozusagen weitergehende finanzielle Hilfen für die Ukraine nicht oder nur unter sehr bestimmten Umständen unterstützen. Und das könnte tatsächlich ein Problem werden. Da muss man fairerweise aber auch sagen, wir wissen nicht, wie sich die anderen Parteien, also Republicans, die eigentlich für die Ukraine-Hilfe stehen, Ensemble, die für die Ukraine-Hilfe stehen, Sozialisten und Grüne in so einem Fall verhalten werden, ob die nicht sozusagen mit einer anderen Mehrheit im Grunde das beschließen werden und was das dann sozusagen auch für diese Linkskoalition bedeuten würde. Aber nochmal, wir hatten schon die Auseinandersetzungen in Bezug auf verschiedene inhaltliche Fragen in der letzten Legislaturperiode in diesem Linksbündnis NÜPS und ich gehe davon aus, vielleicht haben wir da auch einen kleinen Dissens, Frau Cadeau, in der Frage, dass dieses Linksbündnis wahrscheinlich nicht diese Legislaturperiode überdauern wird. Das wird auseinanderbrechen, weil einfach die inhaltlichen Gegensätze nicht
so sehr in der Wirtschaftspolitik und in der Sozialpolitik, aber in der Außenpolitik, auch teilweise in der Migrationspolitik, im Umgang mit Israel etc. zu groß sind. Und ich gehe deshalb davon aus, dass wir da also sozusagen eine neuere Entwicklung noch kriegen. Und die Ukraine könnte einer dieser Bruchpunkte, dieser Bruchstellen sein am Ende des Tages. Ja, da gebe ich, Jan, sind völlig recht. Ich denke, in der vielleicht schaffen die eine gewisse Zeit, aber das wird nicht ewig dauern. Und der andere sehr problematische Punkt ist natürlich der Gaza-Krieg. Also Genau. die da gehen die Meinungen sehr stark auseinander zwischen die Sozialisten zum Beispiel mit jemand wie Glucksmann. Und Mélenchon, wir brauchen nicht mal an Mélenchon zu denken, der ist wirklich außen vor. Aber mit anderen von der Unbeugsamen, da ist ein sehr, sehr starker Pro-Palästinenser Komponente bis zu böse gesagt, aber pro Hamas. Und das ist aber böse gesagt, das ist ein bisschen übertrieben, aber die flirten ein bisschen damit. Und das wird sehr schwierig. Da gebe ich Herrn Janssen völlig recht. Was ja vielleicht noch ein Satz dazu, was ja Serge Klarsfeld, den berühmten Nazi-Jäger, ja, wir erinnern uns, dessen Frau Kiesinger eine Ohrfeige verpasst hat, gesagt hat, er würde den Rassemblement National wählen, weil der pro-israelisch wäre, während France Insoumise und die Linke anti-israelisch wären, was natürlich eine völlige irrige Vorstellung ist. Politisch, wenn man sich anguckt, wer im Grunde im Rassemblement National über Jahrzehnte den Ton angegeben hat und wer auch heute noch unabhängig von dem Schaufenster, was dort dargeboten wird, tatsächlich das Sagen hat. Und wir haben es ja jetzt, Rocardo hat es gesagt, im Wahlkampf gesehen, welche Neonazis da aufgetreten sind teilweise und nur mit Mühe dann zurückgezogen wurden. Also das heißt, es gibt offensichtlich sozusagen aber eine tiefe Angst vor diesem linken, pro-arabischen Antisemitismus, der offensichtlich noch stärker wirkt als der rechtsextreme Antisemitismus, der natürlich nur dazu da ist, um den Rassismus, den der Rassemblement National tagtäglich predigt, letztendlich ein Stück weit zu verschleiern. Herr Wahl, bitteschön. Ja, Frau Cadeau, wir haben in Frankreich einen großen Anteil Menschen, die eben einen islamischen Hintergrund mitbringen, die ganzen Einwanderer aus dem Maghreb, Algerien und so weiter. Wen haben die denn jetzt bei dieser Wahl unterstützt? Also die französische Banlieue haben ganz klar für den Front Populaire gewählt. Das ist ganz, ganz klar. Und in der Sportmannschaft, Fußballmannschaft, haben die Star wie Kylian Mbappé und ich habe vergessen seinen Vornamen, Lilian Thuram, glaube ich, haben auch ganz klar gesagt, A, sie müssen wählen gehen. Und B, wählen Sie für die richtigen Leute, nicht für den Front National, Rassemblement, pardon, National. Und ich würde sagen, politisch gesehen, es ist interessant zu sehen, das war interessant, die Interviews zu hören, junge Leute aus den Vororten eben, die im Prinzip sich nicht interessieren und nicht wählen gehen, auch aus der Idee, die wählen sowieso Leute, die mit uns nichts zu tun haben. Die sind Elite, das hat mit uns nichts zu tun und wir können sowieso nicht ändern. Jetzt dadurch, auch durch die Arbeit von den linken Bündnis, die da in die Banlieue gegangen sind, sind sie wählen gegangen und viele haben gesagt, ach, ich wusste nicht, dass das wichtig ist, aber jetzt verstehe ich, dass es wichtig ist und ich werde es nicht vergessen für die nächste Präsidentschaftswahl. Und ich finde, das ist auch ein interessanter Punkt. Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse und auf jeden Fall kann man sagen, Frankreich bleibt ein sehr spannendes Thema und das verändert sich ja quasi stündlich. Also ob jetzt Namen oder Konstellation und so, da kommt noch einiges auf uns zu, auf jeden Fall. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie Interesse daran hatten und ja, wir freuen uns auch auf die nächsten Sendungen. Einen schönen Abend noch.